Nee, du lebst noch! Du lebst noch! Morgen, Jungens. Servus. Es war ja letzte Woche wieder etwas ruhig im SCP-Universum. Das liegt an der Hitzewelle. Oder? Ja, die hat uns total ausgenockt. Das kann man ja zu unserer Entschuldigung sagen. Und wir haben eine Usermap geschickt bekommen von einem Alex B. aus Rheine. Vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben sie noch nicht im Creator angeguckt. Wir wollen uns überraschen lassen, welches Übel sie für uns bereithält. Disable mal die Intro-Sequenz und dann starte ich den Shit. Wie sagt man so schön? Let's play. Ich glaube nicht, dass sich dieser Trend durchsetzen wird. Ich würde dieses SCP-079. Die begegnen wir äußerst selten. Hast du dich bei Alex B. bedankt? Hab ich, ja. Für die Map. Hast du nicht aufgepasst, oder was? Ich habe ihm persönlich meinen Dank ausgesprochen, als er mir die Map geschickt hat und jetzt eben nochmal. Alles klar. Also es fängt schon mal... Kannst du dir dann im Recording Frame by Frame nochmal einverleiben. Es fängt schon mal normal. Das ist schon mal gut. Bin mal gespannt, was jetzt dann kommt. Die Mask. So leise heute irgendwie. Oh Mann. Ich bin aus der Übung. Ach, da war offen. Schaut noch relativ normal aus. Ne? Willst du nicht immer an der Seite erstmal entlang gehen? Okay. Das wäre praktisch vielleicht gewohnt. Das PC haben wir in der Version noch nicht gesehen. Das kommt nochmal in den Bereich, nicht? Oh, verbuggt. Nein. Das macht nichts. Haben wir ja auch gehabt bei unserer ersten Map. Buggy Shit. Ja, von wo kommt das? Ich glaube, das kam einfach aus dem Raum irgendwie. War kaputt. Ja, finde ich cool, dass hier so. Und die gibt's auch ziemlich selten. Aber da gibt es diesen Indicator, ob das Ding läuft oder nicht. Wenn das blinkt, dann läuft's eben. Bin und durch, Junge. Weil es scheinbar auch tote Elektrozäune gibt. Das sind die Doctors. Da bei den Doctors kann auch SCP-173 spawnen, ne? Wirklich? Ich glaube schon. Das kann ja auf jeden Fall die Türen öffnen. Welcher ist denn, wollen wir die Nummer wissen? 7816. Enter? Quatsch. Nee. Dr. Harp ist es. Bin ich mir zu 66% sicher. Ja. 7812. Enter, Junge. 12. 18. 16. Ja. Guck, 18. 16. Ja, was hier. Du hast das richtige geschrieben, aber hast zweimal das falsche gesagt. Ja, was ist da? Das war jetzt lustig. Was war das? Eine Weste? Ist die unterm Tisch oder was? Oder in dem Raum? Oh, in dem Raum. Meinst du? Also du, da ist ja der Tisch dazwischen. Sag mal, wo sind wir eigentlich hergekommen? Da, ne? Ja. Dann gehen wir mal da lang. Stimmt, da habe ich zugemacht. Das hat aber übel gerumst. Aber da haben wir keine Karte für, oder? Da brauchst du, glaube ich, eine Level 3 Karte mindestens. Also mit Level 2 kommen wir da auch nicht ran. Meiner Erinnerung nach. Gehen wir weiter jetzt, das ist langweilig. Electrical. Ah, wir sind also das ist schon mal gut, es sind eigentlich viele Schlüsselräume, die ziemlich schnell kommen. Yeah, oh yeah. Da gehen wir froh, oder? Ja, da oben ist noch nie was gekommen. Außer eben, dass man da beim ersten paar Mal erschlägt, wenn das Ding rausgeht. Nehmen wir das mal mit. Hui! Ich hab's gerade eben noch gesagt. Ja, die Frage ist immer, wann?
Ja, dann, wenn du dich dem Ding näherst, irgendwann. Alles an. Und die Door Control off. Right. Just in case. Haben sie vielleicht da was hingebaut in der neuen Version? Nee, ne? Okay. No. Let's go downstairs. Whoa. Ich habe immer so permanent das Gefühl, dass SCP-173 kommt. Das ist unbegründet. Oh, das hat es voll gerumst. Hier liegt nur der Keycard, ja? Nee, oder? Nee, nicht in dem. Okay, in dem bekommst du ja oben die Augentropfen. In dem Büro ohne Treppe gibt es Keycard. Ich glaube, hier. Ich glaub, du musst erst einen Platz im Inventar machen, oder? Alter, ich bin zu viel, Junge. Da waren nicht immer zwei Tropfen. Schau mal in dem nächsten Raum, vielleicht ist da noch was. Nee, ja, normalerweise sind es zwei. Ja, Alex B. hat es so gut gebaut, wir brauchen gar kein Papier, um es zu orientieren. Ja, wir sind ja nur in einem Weg jetzt im Gang, ne? Am Anfang war es so eine Dreierkreuzung. Vielleicht hat er eine Kreuzung gemacht und die ist dann danach linear aufgebaut. Ja, entweder die kommen irgendwann wieder zusammen, die Wege, oder die ersten beiden sind echt Sackgassen und wir haben jetzt intuitiv den richtigen Weg gewählt. Das ist die Ente. Ja. Kann man das auch auswählen? Ja, ne? Ach, stimmt, man kann in einem Creator, glaube ich, auch sagen, was für ein Item kommt. Oder? Echt? Achso, ich habe nicht keinen Platz mehr. Ich glaube, es gibt. Da schmeißt irgendwas raus, schmeißt mit der Batterie raus. Weil, falls du 914 siehst, sofern das der Alex mit eingebaut hat. Ich würde das ja auch vergessen. Ich hab nichts gehört. Da war auch nichts, Junge. Ich glaube, seine Taktik war, dass wir uns die ganze Zeit uns sicher fühlen und dann am Ende kommt der Hammer. Das ist natürlich reine Spekulation. Hör, ja, das sind zwei Level 1 Karten. Ja, natürlich. Weil die eine ist normal eine Level 2er, oder? Hm. Nee. Die im Büro war doch mal eine 2er, kann ich nicht, ne? Nicht immer. Oh. Ich hab noch gar keine SCPs gesehen, ne? Doch, am Anfang. Im ersten Raum. Ich glaube, wenn wir oben langlaufen, geht es im Kreis. Ich habe so das Gefühl. Na, machen wir weiter. Oder es springt. Achso, du meinst, der Weg geht im Kreis. Das ist blöd. Gefährlich, gefährlich. Jetzt haben wir noch keine Ahnung. Wieso ist die Tür so rot? Das ist alles so. Das ist der Endboss-Raum. What the fuck? Gate B, oder? Meinst du? Ich glaub nicht. Doch, das ist Gate B. Mhm. Warum nicht? Und da ist dann Gate A. Jetzt kommen wir. Oh, das war haarscharf. Das war haarscharf. Wow. Das ist ein neuer Sound, oder? Du bist doch nicht mehr ganz sauber. Oh, Junge. Verpiss dich da. Das sehe ich, wenn du verreckst. Wie den Dickst. Ah! Ich hab's mir nur gedacht, es waren zwei Türen, die gleichzeitig aufgingen. Ah ja, apropos hier Cause of Death, ne? Ich hab mir nochmal, als ich die, glaub, Episode 20XXL angeschaut hab, am Ende stand irgendwas mit Nine-Tailed Fox. Ohne Scheiß, könnt ihr gucken. Das kenne ich von Naruto. Ja, aber was ist denn Nine-Tailed Fox? Keine Ahnung, Mann. Der neunschwanzige Fuchs.
hat einen Schwanz hinten, wo er sein soll, und die anderen 8, mehr sage ich nicht. Vielleicht wisst ihr mehr davon. Nein, Taylor, ich weiß doch gar nicht mehr, wie er da gestorben ist. Nee, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesehen. Wir sind einfach umgefallen, aber ich glaube, man hat noch gehört, wie SCP 173 gekommen ist. Das müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Wie fandst du die Map? Also ich fand es eigentlich nicht schlecht gemacht. Es war sehr linear aufgebaut, ja, von dem, was wir gesehen haben. Die Spannung hat sich halt immer mehr gesteigert und jetzt kamen halt gleich mehrere Sachen auf einmal. Es war eine sehr gute Map auf jeden Fall. Bitte mehr davon. Ja, aber es war leider bis jetzt die einzige Map, die wir bekommen haben. Aber ich glaube, ich spiele sie nochmal. Ja, mach du die mal. Du kannst einen anderen Weg dann nehmen, nämlich. Ja, machen wir Instant Seed Switch. Jetzt wenn wir den ergonomischen machen. Die Stuhl ist so eklig heiß, ey. Das geht's doch nicht. Gut. Feeling. Sagen wir mal. Zeigestimmung, wie das gemacht wird. Die Gelegenheit nutzen, um die Question of the Day zu stellen. Ja, dann mach das mal. Okay. Question of the Day. Also, stellt euch vor, ihr werdet morgen hingerichtet. Was wäre eure Henkersmahlzeit? Das möchten wir diesmal von euch wissen. Schreibt in die Kommentare. Jetzt nehmen wir unsere Henkersmahlzeit zu uns und spielen sie mit. Keine Batteries, doch. Alter. Die Map ist schon von daher gut, dass... Dass ich da nicht rumst. Ich hatte es auch, dass er den Start überhaupt hingekriegt hat. Das haben wir ja nicht geschafft. Dass wir den Standard-Anfang bekommen. Es rumpelt und rumpelt. Wirklich, man muss es genau einstellen. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Ja, das ist doch. Das ist anders irgendwie. Aber ich hab die Map nicht mehr geladen. Daran könnte es liegen. Das ist random, aber ich spiele trotzdem weiter. Im nächsten Gameplay spiele ich die Map vom Alex nochmal an. Weil ich glaube, der speichert es nicht, dass wir die Custom Map wollen. Der hat jetzt einfach eine neue generiert. Das macht ja nichts. Aber umso besser, denn was jetzt kommt, ist völlig ungewiss. Okay, es war die andere auch, aber... Du bist schon da in diesem dunklen Bereich? Ja, wollte ich eigentlich nicht reingehen. Ne? Naja, jetzt stirbst du. Na, schau mal. Du darfst nicht in die Mitte laufen, der spawnt da. Hinführt. Wenn jetzt der Mausplug kommt, ey, dann dreh ich ab, ey. Wo sind wir? Oh, ich habe eine böse Sache geklappt. Wo lang? Da lang. Nee. Warum? Immer geradeaus, Junge. Wo bin ich? Links. Ah, shit. Zombie-Arzt. Oh, er hat auch. Oh, schon, ja. Schnell weg. Ja, aber der kommt ja nicht, wenn man da einfach durchgeht. Der kommt erst, wenn man diese Zelle von SP-049 betreten hat. Dann wollen wir den mal wieder rauslocken? Wieso bringt er nichts? Dann werden wir zum Zombie und ich habe ja weder den Ring noch diese Pille. Ja, dem Adrenalin wegen. Ja, der ist so langsam. Das kann der Adrenalin. Ja, aber bist du denn der Aufzug auf, wissen Sie? Das ist schon. Also ich bin oh mein Gott, er ist locked. Hilfe, er kommt. Aufzug, öffne dich. Im ersten Mal war es schon schlimm. Ja, weil wir nicht wussten, aber ich glaube ja fest, dass wenn du unten auf den Knopf drückst und der dann kommt, du hast locked, dann fährt der Aufzug von oben erst runter, weil er standardmäßig oben ist. Stimmt, das gibt da Sinn. Da kommt jetzt hier unser schwarzer Freund. Der dreht sich einmal im Kreis. Ah, nee. Nee. Not today. Hat er sich bestimmt gedacht. Was ist da los? How did he get out? Oh shit.
No, I'm sorry. Schau dir an, wie er crazy geht da drin, bitte. Wow! Hast du mal richtig gesehen, wie er ihn anspringt? Ja, der hat nicht so einen geilen Frog Splash gemacht wie bei uns. Genau, guck erstmal, wo er steht, wenn du es sehen kannst. Nee, kannst du nicht. Siehst du die? Locked. Oh, ach du Kacke, der läuft in der Wand rum. In der Wand? Nein. Doch, der war da halb in der Wand. Da ist er. Wow. Oh, ob das jetzt gezählt hat, vielleicht? Als angucken. Ey, du hast was vergessen. Was? Ah ne, sorry. Generator. Ne, ich glaube, das hätten wir schon gehört. What the fuck? Guck, der ist so halbtransparent irgendwie. Voll verbuggt, Junge. Geht's los? Ja, das ist die Pumpe. Ich hoffe es für dich. Ja, das ist die Pumpe. Das haben wir bisher immer gedacht, aber das war immer die Pumpe. Mensch. Da hinten musst du dich doch auskennen. Das ist ja nicht stolpert bei der Treppe, ey. Noch nicht mal eine Keycard, oder? Gar nichts. Doch, Auto. Ach ja, klar, die vom Anfang. Kannst du spontan irgendwo genommen, in den du mit der Level 1 Karte reinkommst? Electrical. Echt? Ja, bin ich davor noch. Ah, okay. Willst du mal unten lang? Wir haben das schon ewig nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, ich habe Angst, dass dann verpasst, was auf der anderen Seite ist. Ja. Der jumpt, Junge. Ja, ich habe keine Augen drauf und nichts, ne? Nee, lass es lieber, bitte. Hallo. Wo ist er überhaupt? Keine Ahnung. Weg? Der ist doch weg, oder? Ist doch durch. Ja, Junge, jetzt kannst du durch. Und der ist noch unter mir. Der ist doch noch da, oder? Habe ich da gerade was gehört? Da ist er! Von da kommt das jetzt mal. Der. Von hinten. Nummer 96. Das war dieser Raum hier. Da kamen wir auch von da. Und von da ist er dann hergerannt gekommen. Der ist noch am. Und das war da auch so ein roter Raum, deswegen haben wir uns auch gewundert, wie der überhaupt da hinkommt. Da kam er von vorne, so komisch. Nicht von hinten. Ja, aber vor allem durch diesen Raum, der eigentlich eine Sackgasse ist. Ja. Von hinten? Das ist mein Lieblingsraum. Soll ich? Oder soll ich den ganzen Weg zurück? Ja. Geht, ah, ist doch scheiße. Oh. So ein Pech war. Das ist bitter. Naja, okay. Kurz vom Ziel gestorben. Ja, ich glaube, das andere wäre in die Sackgasse gewesen. Weil es kam öfter, dass wir durch diesen Serverraum da durch sind. Und dann kam noch ein Gang und dann. Oder so eine rote Schleuse. Und da hinten kam man einen Sackgasse, so ein roter Raum eben, ne? Das war schon öfter so. Aber wir können mal uns vornehmen, dass wir beim nächsten Mal, wenn wir so einen Raum sehen, dass wir da unten durchgehen. Machen wir. Okay, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir spielen die User Map nochmal. Hätte ich gesagt, ja. Oder wir schummeln und gucken sie uns bei den Dingern. Nee. Oder spielen wir sie zuerst zu Ende? Du spielst es nochmal. Okay, ich spiele jetzt nochmal, aber im nächsten Gameplay. Das reicht, jetzt haben wir schon 20 Minuten. So, in ein paar Tagen spiele ich das dann nochmal.
Bis dann. Servus. Und vergesst nicht zu abonnieren.